Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, wir sind hier im Faro von Maspalomas im Leuchtturm. Und hier hat jetzt das neue ethnografische Zentrum eröffnet. Also ist ganz, ganz toll gemacht. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. In diesem Zentrum, ja, werden fast 1000 Objekte, Fotografien, Publikationen, Video- und Audioaufnahmen von der Zeit vom 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestellt. Also es ist sehr interessant, das ist auch alles ganz toll gemacht. Wenn ihr hier in Maspalomas seid, also auf jeden Fall dort mal vorbeischauen. Das ist also ja eine Art Dauerausstellung und vervollständigt somit das kulturelle Angebot hier in dieser Gegend. Man kann natürlich auch wieder hoch auf diese Terrasse. Und von dort hat man natürlich einen ganz tollen Blick über den Atlantik, Dünen und die nahen stehenden Hotels und Gärten. Ja, diese Ausstellung soll den Touristen, aber auch natürlich den Einheimischen die traditionelle Kultur und das kanarische Handwerk etwas näher bringen. Hauptsächlich natürlich das Handwerk von Gran Canaria. Man sieht dabei, wie sich das alles so entwickelt hat von der Antike bis zur Neuzeit. Und die Ausstellungsstücke, die sind alle im Besitz des Cabildo de Gran Canaria und werden von der FEDAC, FEDAC ist die Vereinigung der kanarischen Künstler, bereitgestellt. Die Schriftstücke, die wir hier finden, dabei handelt es sich überwiegend um Schriften von Reisenden, die die Kanarischen Inseln auf ihren Reisen besucht hatten. Und es ist ganz toll gemacht. Es gibt also die Audio-Guides in diversen Sprachen. Das ist also sehr interessant. So kann sich das natürlich jeder in seiner Sprache anhören. Und auch die Beschilderungen sind in verschiedenen Sprachen bereitgestellt. Und ganz wichtig, es gibt natürlich auch Ausstellungsstücke zum Anfassen. Denn manch einer möchte doch gerne mal fühlen. Also ganz toll. Auch hier diese Miniatursachen, Puppenhaus, also super gemacht, ganz, ganz schick alles da. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Museum, das ist täglich geöffnet und zwar zwischen 10:30 Uhr und 17 Uhr. Und dann gibt es auch im inneren Teil ein Geschäft für die traditionelle kanarische, für das traditionelle kanarische Kunsthandwerk. Und da werdet ihr sicher fündig, wenn ihr noch ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen wollt.
Also wirklich zu empfehlen. Schaut's euch mal an. Und dann erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was über die Geschichte des Leuchtturms hier von Maspalomas. Man entschied sich 1861, den Leuchtturm von Maspalomas zu bauen. Er ist eins der bekanntesten Wahrzeichen der Insel Gran Canaria. Für den Bau wurde ein eigener Landungskai mit Rampe gebaut, damit das Baumaterial über das Meer herbeigeschafft werden konnte. Denn über den Landweg war es unmöglich. Der Turm ist ein in sich verjüngender Zylinder mit einem Durchmesser von 6,2 Metern. Die Höhe beträgt 54,7 Meter. Darauf ist die Glaskuppel montiert. Somit erreicht der Turm eine Feuerhöhe von 60 Metern. An die Nordseite grenzt das zweigeschossige Hauptgebäude. Die optische Vorrichtung in der Glaskuppel montierte eine französische Firma aus Paris. Das Leuchtfeuer ging in der Nacht zum 1. Februar 1890 erstmals in Betrieb. Der Leuchtturm diente als Orientierungshilfe für die Schiffe auf der Transatlantikroute von Europa nach Afrika und Amerika. Entworfen und gebaut von dem einheimischen Architekt Juan de León y Castillo. Der Turm befindet sich am westlichen Ende des Strandes von Maspalomas, Punta de Maspalomas am südlichen Ende der Insel. Ja, und dann 1906 wurde das Leuchtfeuer elektrifiziert und mit einem Generator und Batterien versehen, um auch bei einem Stromausfall den Betrieb zu gewährleisten. 1973 wurde die Anlage automatisiert und ist seitdem ohne Leuchtturmwärter. Seit 2005 von der kanarischen Regierung als historisches Denkmal erklärt. Also ihr seht, es ist alles sehr interessant. Das Innere natürlich, jetzt die ganze Ausstellung, aber auch das Äußere. Der Turm, der Leuchtturm von Maspalomas, der hat also eine magische Anziehungskraft. Wird auch immer wieder gerne gemalt, fotografiert von allen Seiten. Ja, und nicht umsonst ist es halt unser Wahrzeichen hier. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen Informationen rübergebracht. Und wie schon gesagt, solltet ihr hier in der Nähe sein, geht hinein, schaut euch alles in Ruhe an. Das sind also ungefähr 10 Ausstellungssäle. Und sowas sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und es ist halt jetzt auch alles neu gemacht, das ist alles neu renoviert. Der war ja jetzt eine Zeit lang geschlossen. Also alles ganz toll gemacht. Könnt mir ja dann über Kommentare berichten, ob es euch denn gefallen hat oder vielleicht Verbesserungsvorschläge, die kann man dann gegebenenfalls natürlich auch weiterleiten. Aber ich denke mal, das ist so alles ganz gut gelöst.
Es kommt hier also dann jeder auf seine Kosten. So, und damit bedanke ich mich und wir hören uns natürlich morgen wieder.